Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Die Siedler 4. So, also. Schauen wir mal, was haben wir alles dabei. Mission-CD, Add-on, Artifacts. In dem Fall fangen wir mit Bedrohung aus dem Norden. Der leichtesten Mission an, die ich kenne. Werde gleich mal am Anfang den Ton runterdrehen. So, machen wir die Musik ganz leise. Oh, herrlich. Na? Keine Ahnung, woran es liegt, aber ich kann nicht mit der rechten Maustaste der Ring. So. Erste Mission und es werden gleich mal von mir die die Steuerung wird von mir mal erklärt. Ganz einfach, Bild bewegen eben mit den Rändern, beziehungsweise mit der rechten Maustaste, was jetzt bei mir leider nicht funktioniert, warum weiß ich nicht. Es ist ein Aufbaustrategiespiel, sehr knuddelig gemacht. Und als erstes braucht man natürlich die Grundrohstoffe, das ist in dem Fall sind es Bretter und Steine. Bretter gewinnt man ganz einfach, indem man Bäume fällt. Wer hätte das gedacht? Ich weiß. Und damit einem die Bäume nicht ausgehen, braucht man natürlich einen Förster, also ein Forsthaus und einen Holzfäller und diese Holzbaumstämme werden dann verarbeitet im Sägewerk zu Brettern. Leichter ist es noch für die Steine, entweder mit einem Steinmetz, der eben diese Steine hier abbaut, beziehungsweise mit einer Steinmine, der sie aus dem Berg rausholt. Damit man weiß, obwohl, na, das werde ich jetzt erst später mal erzählen, sein Gebiet kann man auf zwei Arten vergrößern. Man sieht ja die Grenze mit den roten Punkten, mit Pionieren, beziehungsweise mit Türmen, so wie diesen zwei Dingern hier. Reißen wir das Ding einmal ab. Und wenn jetzt eben ein Feind einen Turm in der Nähe baut, kann es gut passieren, dass dein Einflussgebiet kleiner wird. Deswegen sollte man eigentlich nur in die Grenzgebiete Türme bauen und im Land selbst die Türme nicht unbedingt stehen lassen. Weil sonst, wenn jemand angreift, unter Umständen auf einmal mitten im Reich eine Verbindung gekappt wird. Also dann mit der Taste F12 übrigens kann man eine Minute überspringen im Spiel. Ist manchmal ziemlich praktisch. Man kann dann bei jedem Gebäude noch den oder bei den meisten Gebäude kann man einstellen, wo er abbauen soll. Und das haben wir ja gerade gemacht. Das Reich wird größer. Jetzt werden wir mal schauen, dass wir da genug Grundressourcen zusammenkriegen, also Holz und Stein. Dafür baue ich jetzt zwei Lager, damit wir da eine Art Ressourcenpuffer haben. Dann rekrutieren wir mal drei Geologen. Die kann man dann eben auf die Berge schicken. Das sind die Dinger jetzt links unten und rechts unten, dieses kleine Teil. Das sind die Berge. Die Geologen schickt man auf die Berge. Die untersuchen dann dort das Gestein und stellen kleine Täfelchen auf, was sie da eben gefunden haben. Gut. Wir brauchen nur einen. Und euch zwei. Schicken wir auf den. Aus Erfahrung mit dieser Karte weiß ich, dass es auf diesem Berg hier Goldvorräte gibt. Auf diesem gibt es Kohle und da unten ist noch ein Berg. Da gibt es dann Eisen. Jetzt sieht man, der kleine Geologe ist schön brav bei der Arbeit. Stellt seine Täfelchen auf. Und wenn er große Vorkommen gesichtet hat, sagt da hin und wieder in einer Nachricht, Geologe hat Kohle gefunden. Guti. Wenn wir da wieder an zwei Minuten überspringen, ah, brauchen wir nur eine überspringen. Mit Holz und Stein. So, und der Berg da hinten, also ziemlich alles drauf. Ich überspringe jetzt
am Anfang die Reihenfolge, in der man es normalerweise aufbauen soll. Also nachdem man die Grundressourcen hat, kommt das zweite große Wirtschaftsgebiet und das ist die Versorgung, also die Nahrungsgebäude. Man braucht für die Minen, Minenarbeiter brauchen Nahrung, die werden dann logischerweise sehr hungrig. Und die kann man mit drei verschiedenen Sachen versorgen, mit Fisch, Fleisch und Brot. Fisch ist am einfachsten eigentlich herzustellen. Hier in dem, hier die Fischerhütte, die fischt eben Fisch aus dem Fluss beziehungsweise aus dem Meer. Dann Brot wird herkömmlich hergestellt aus Getreide, dann wird es gemahlen in der Mühle, dann braucht man noch eine Bäckerei, in der es gebacken wird, und zum Backen braucht man natürlich das Getreide und Wasser. Deshalb bauen wir jetzt am Anfang einmal ein Wasserwerk, eine Getreidefarm, eine Mühle, eine Bäckerei und das haben wir schon unterwegs. Sehr schön. Und das dritte Nahrungsmittel, also Fleisch, entweder mit einem Jäger, der dann die Wildtiere hier jagt, oder es geht auch noch, indem man was sollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, indem man sich, ich glaube bei den Römern ist es eine Schafszucht, ja, Schafszucht aufbaut und der Metzgerei, und der macht dann eben aus den Schafen Fleisch. So mach jetzt, so werde ich es wahrscheinlich machen. Und nach hinten ein bisschen expandieren. Schön, die Minen sind aufgebaut. Damit wir natürlich das Klump dann weiter verarbeiten können, braucht man einmal eine Schmelze. Dann bauen wir noch eine Waffenschmiede dazu. Eine Werkzeugschmiede. Gut, Goldschmiede brauchen wir noch nicht, denn das Gold bauen wir noch gar nicht ab. Damit der Turm wirksam wird, muss er natürlich nicht nur gebaut sein, sondern auch besetzt sein von einem Soldaten. Und da werden wir jetzt einmal unsere Grenze setzen mit zwei großen Türmen. Die haben Zeit zum Bauen. Siedler haben wir auch genug. Man sieht da, auf der rechten Seite, auf der linken Seite sieht man so ein Siedlersymbol und ein Bettensymbol und ein Kriegersymbol. Das Siedlersymbol steht für die freien Siedler, die man hat, die also unbeschäftigt sind. Und man sollte immer genug Betten für die Siedler haben, weil sie sonst unzufrieden werden und streiken. Also die stellen so kleine Streiktäfelchen auf und tun nichts mehr. Die 18 Krieger sind eben die verfügbaren Truppen, die wir haben. Wenn wir jetzt mal in Richtung Grenze schicken. Dann gibt es natürlich noch die Statistik. Der Feind hat 31 Soldaten, wir haben 18. Das freut uns natürlich alle. Und da geht nichts weiter, wenn wir mal ein bisschen vorspulen. Ja, es geht nichts weiter. Waffenschmiede baut automatisch. 80% Schwerter, 20% Bögen. Eigentlich so, wie man es wahrscheinlich eher vermutet. Schwert ist, sind die Schwertkämpfer, sind Angriffstruppen hauptsächlich. Die Bogenschützen sind Verteidiger. Obwohl, weil Schwertkämpfer als einzige in der Lage sind, Türme einzunehmen. Bogenschützen können das nicht. Was das jetzt für einen realistischen Hintergrund hat, das kann man sicherlich anzweifeln und in Frage stellen, aber es ist auf jeden Fall so, dass du mit einem Bogen eine Holztüre definitiv schwerer zum Öffnen bringst als mit einem Schwert. Gut, für Ressourcen hätten wir gesorgt. Das Wohnhaus kriegt eine hohe Priorität. Das bauen wir gar nicht. Wieder ein bisschen vorspielen. Der Turm ist gebaut, den werden wir jetzt einmal voll besetzen. Doch gleich diesen Turm da hinten abreißen. Und unsere Soldaten vorschicken. Dann brauchen wir natürlich eine Kaserne, um unsere Soldaten auszubilden. Ja, wie schaut's aus, Jungs? Getreidefarm, wer und wir haben einen drin. Haben wir noch genug? Ah, wir brauchen eine Sense, eine zusätzliche. Denn ein Bauer braucht, also ein Farmer braucht natürlich eine Sense. Jetzt brauchen wir noch eine zweite
Getreidefarm auf, bauen noch eine Schafszucht oder eine Metzgerei. Dann hätten wir das Fleischproblem auch gelöst. Judy. Ein bisschen vorspielen. Besetzen. Der schickt runter. Und wir bauen einfach endlos Soldaten, so viel Schwerter und Waffen wir halt bekommen. Und zwar Stufe 1 und Stufe 3. Stufe 3. Schwertkämpfer der Stufe 3 halten natürlich bedeutend mehr aus als der Stufe 1. Brauchen allerdings bei ihrer Rekrutierung Goldbarren. Und zwar 2 Stück. Das ist teuer. Aber wenn man genug Goldressourcen hat und Vorkommnisse, ist das kein Problem zu finanzieren, würde ich jetzt aber sagen. Erobern mal das Gebiet auch noch. Wir haben doch Pioniere gebaut, fällt mir gerade ein. Na, Traudi. Und da haben wir sie schon anvixiert. Buddel jetzt einmal da unten. Hinschicken tut man die Truppen mit einem Rechtsklick, anvisieren, drüber ziehen, Linksklick. Allerdings ist, wenn man jetzt für Soldaten und Pioniere drüber klickt, werden erst einmal Soldaten anvisiert, weil die natürlich, wie soll ich sagen, wichtiger sind, quasi. Mal große Wohnhäuser, 3 Stück. Das kleine reißen wir wieder ab, damit wir genug Siedler haben. Dann wird die Wirtschaft natürlich schneller, weil die ganzen Ressourcen schneller verteilt werden. Und das dann mehr Freude bereitet. So, dale. Wir kommen schon... Ja, wir holen jetzt auf. Und genau aus diesem Grunde werde ich jetzt einmal 1, 2 Goldminen machen. Das soll man natürlich möglichst auf den Täfelchen da platzieren. Ist aber jetzt auch nicht so ein Weltuntergang, wenn man nur weniger drauf hat. Dann werden sie halt schneller erschöpft. Man kriegt nicht so viele Ressourcen raus. Wenn wir mal einen kleinen Vorstoß wagen mit unserer Truppen. Das ist schon die Grenze des Feindes. Ein Wikinger. Und da ist ein Wüstenstreifen. Das heißt, der kommt da gar nicht drüber. Zumindest wollen wir das mal hoffen. Lassen wir mal die... Wikinger sein. Da ist schon die Meldung. Ein Steinhauer findet in seinem jetzigen Arbeitsbereich keine Steine mehr. Draufklicken. Der hat keine Steine mehr. Und für den, das wir abgerissen haben, bauen wir da hinten einen neuen. Eine Erklärung für diese Punkte. Man sieht ja jetzt an, es gibt grüne Punkte, gelbe Punkte, mehr rötliche Punkte und auch ganz rote Punkte. Das ist eine Angabe, wie viel die Planierer, wie viel sie da eben graben müssen, bis das da gebaut werden kann. Wenn es ganz rot ist, braucht es natürlich lange, weil die lang planieren müssen. Okay. Oh. Goldminen, alles schön und gut, aber ohne Goldschmelzen wird das natürlich nicht verarbeitet. Bauen wir das mal auf. Wir brauchen eine Spitzhacke. Ist klar, kein Problem. Dafür haben wir die Werkzeugschmiede. Eine, reicht es? Ja. Und schon besetzt. Okay. Jetzt werden wir aufhören, die Stufe 1 zu bauen, nur noch Stufe 3. Denn unsere Goldschmelzen sind jetzt in Betrieb. Und hat zweimal ein paar Minuten wieder vorgespult. Genau, unsere Armee wird stärker. 11, Stufe 3. Und bedeutend mehr Soldaten als der Wikinger. Das schaffen wir. Ja, jetzt sieht man es eh. Die Schwertkämpfer in dem großen Gewusel hauen erst einmal auf die Türe. Dann geht der zuständige Soldat raus. Und wird dort bekämpft. Beim Einnehmen am besten gleich die Tür, mit dem Eigennummern hat, wieder abreißen. Damit man im Falle eines Gegenangriffs nicht wieder das eingenommene Territorium verliert. Was jetzt allerdings eigentlich nicht so das Problem sein sollte. Bogenschützen im Angriffsgeschwader sind deswegen praktisch, weil sie dann während des Angriffs schon wieder auf die Gegenangreifer reden. Man kann den Turm übrigens nicht abreißen, wenn feindliche Truppen, also feindliche Soldaten, in direkter Nähe sind. Jetzt sind sie weiter weg gewesen.
mal weiter angreifen. Ich sehe gerade, unsere Truppen fallen. Und das ist das Schöne bei denen, bei den Römern. Die haben nämlich ihre Spezialeinheit. Das hat jedes Volk andere. Die Römer haben ihre Heiler, die Wikinger haben Axtkämpfer, die Gebäude zerstören. Die Trojaner haben Rucksackkatapultisten, was ganz ausgefallen ist. Die haben halt einen Katapult am Rucksack drauf. Und die Mayas haben Blasrohre mit Giftpfeile sind es nicht wirklich, aber es, also man wird kurz quasi eingefroren, wenn man von diesen Pfeilen getroffen wird. Die schicken wir jetzt mal rauf zu unseren Truppen. Aha. Man sieht, da sind jetzt drei Heiler. Man sieht da, die Truppen werden geheilt. Vielleicht können wir das irgendwo sehen. Da ist ein Heiler. Das sind die Jungs mit den flachen Helmen. Die heilen da. Ist ganz nett. Haltet die Armee am Leben. Was will man mehr? Und wir haben schon gewonnen. Alle Gebäude des Feindes eingenommen. Das war das letzte. Wollen wir jetzt noch nicht beenden. Erst am Abreisen. Zurück zu unserer Insel. Den was einstellen und noch ein bisschen die ganze Insel bewundern. Hin und wieder sind da ein paar kleine Easter Eggs von den Entwicklern eingebaut auf Maps, so kleine Gräber oder was nicht, gibt es vielleicht bei der Map vielleicht irgendwelche Easter Eggs, die man nicht gesehen haben, ich glaube nicht. Aber es kommt hin und wieder vor und ist eine ganz nette Überraschung dann. Tjo, das war's mit der ersten Folge von Let's Play Siedler 4. Bis zum nächsten Mal. Bin mal gespannt, welche Map ich dann spielen werde.